Hallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Dieses Video ist wie gesagt ein Informationsvideo. Aber die Frage ist, über was will ich euch informieren? Die Antwort seht ihr wahrscheinlich im Titel. EA und die FIFA gehen getrennte Wege, daher wird die Fußballsimulation von Electronic Arts nicht FIFA 24, sondern EA Sports FC heißen. Und in diesem Spiel werde ich einen Karrieremodus anfangen. Einige Vereine habe ich auch schon im Kopf, mit denen ich das Ganze starten soll. Falls ihr irgendwelche bestimmten Wünsche habt, welchen Verein wir nehmen sollen, könnt ihr das natürlich sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ich hoffe einfach, dass dieser Karrieremodus ein besserer Karrieremodus sein wird, als die vorherigen, sage ich mal. Denn ich habe, mein letztes FIFA war FIFA 20, das ich mir gekauft habe, und seitdem habe ich mir kein weiteres FIFA mehr geholt. Also ich habe von FIFA 20, dann 21, 22 und 23 übersprungen und fange wieder jetzt an mit der neuen Serie EA Sports FC und erhoffe mir, dass EA den Karrieremodus verbessert, weil ich ein kompletter Offline-Spieler bin. Ich zocke ganz selten bzw. fast nie Foot, sondern immer nur den Karrieremodus oder früher den Modus The Journey. Und so ein Modus wäre meiner Meinung nach wieder perfekt. Oder irgendwas Vergleichbares. Aber nicht wie die letzten Jahre, dass sich nichts verändert hat. Auf jeden Fall, wie gesagt, werde ich dieses Jahr im Karrieremodus anfangen und werde auch Videos dazu aufnehmen. Und jeder, der dabei sein will, kann jetzt den Kanal abonnieren. Und für die anderen gibt es hier nichts zu sehen. Auf Wiedersehen.